9 Auerbacher Ministranten brachen in der ersten Augustwoche zur internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom auf. Am Sonntagabend starteten wir nach einem Aussendungsgottesdienst mit unseren Eltern in der Auerbacher Pfarrkirche in unserem selbstorganisierten Neunsitzer über die Alpen in Richtung ewige Stadt. Bereits um 7 Uhr morgens am Montag betraten wir den fast leeren Petersdom, bestiegen die gewaltige Kuppel und schlossen unseren Rundgang bei den Papstgräbern mit ersten überwältigenden Eindrücken ab. Nach einem Stadtbummel und einem hervorragenden Eis bezogen wir mittags unsere Ferienwohnung direkt neben dem Vatikan. Um Kosten zu sparen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, kauften wir unser Essen größtenteils selbst auf dem Markt, kochten gemeinsam und genossen im wahrsten Sinne des Wortes La Dolce Vita. Am Montagabend feierten wir gemeinsam mit dem Bistum Freiburg und deren Ministranten in St. Paul den Auftaktgottesdienst und ließen den Abend gemütlich in Trastevere ausklingen. Am Dienstag lernten wir Rom wirklich intensiv bei einer Stadtrallye kennen und haben neben dem Pantheon diverse römische Brunnen mit ihren Eigenheiten besichtigt. So kamen wir gerade noch rechtzeitig zur Papstaudienz auf dem Petersplatz. Wir waren jedoch etwas von den wenig konkreten oder jugendgemäßen Aussagen in der Predigt des Papstes enttäuscht. Auch entsetzte uns am Petersplatz die fast popmäßige Verehrung des Papstes durch die vielen Massen und wir merkten, dass wir unsere Spiritualität, die gerade die Auerbacher Ministrantengruppe ausmacht, in einer so intensiven Gruppendynamik leben, nämlich im Gefüge und Gefühl eines fast familiären Zusammenhalts, wo jeder auf den anderen achtet, sodass wir große Events gar nicht brauchen. Am Mittwochmorgen erkundeten wir die Vatikanischen Museen und gönnten uns ein gemeinsames selbstgekochtes Mahl. Im Anschluss besichtigten wir die Lateransbasilika, das Forum Romanum, das Kapitol und das Kolosseum. Am Abend trafen wir uns bei einem sogenannten Blind Date mit anderen Ministrantengruppen und ließen danach gemeinsam den Abend auf der spanischen Treppe ausklingen. Am Donnerstagmorgen fuhren wir zuerst nach Pompeji, um uns die Ausgrabungen der verschütteten Stadt anzuschauen. Im Anschluss erklommen wir bei größter Hitze den Vesuv und haben uns unser kühlendes Bad im Mittelmeer oberhalb der Bucht von Neapel redlich verdient. Nach dem Strandaufenthalt lernten wir jedoch die andere Seite Italiens kennen. Auf der Fahrt zu einem kleinen Fischerdorf begegneten wir Vermüllung, Straßenprostitution und verwilderten Hunden. Wir lernten wirklich eine absolut verarmte Gegend kennen. Diese Eindrücke verarbeiteten wir in intensiven Gesprächen während unserer Busfahrt und beim beschaulichen Abendessen in diesem Fischerdorf. Erst spät nachts kamen wir nach Rom zurück. Am Freitag schliefen wir daher erst einmal aus. Dann machte jeder sein persönliches Programm, ob Shopping, Museumsbesuch oder Kirchenbesuch. Am Nachmittag trafen wir uns in der Villa Borghese zu einem Picknick, feierten anschließend mit allen Passauer Ministrantengruppen in der Kirche Santa Maria degli Angeli. Unser neuer Bischof Stefan Oster beeindruckte uns dabei durch seine treffenden Predigten, dass Jesus uns so liebt, wie wir sind, dass wir ruhig große Träume haben dürfen, dass wir auf uns selbst vertrauen sollten und jeder Mensch etwas ganz Besonderes ist. Der Abend klang mit Gesang und Tanz wieder an der spanischen Treppe aus. Am Samstag brachen wir zeitig in der Früh zu unserem Rückweg, der uns zuerst nach Assisi führte, auf, wo wir auf den Spuren vom heiligen Franziskus die Unter- und Oberbasilika sowie das Franziskusgrab besichtigten. Über den Apennin führte uns letztendlich der Weg an die Ostküste Italiens, wo wir in Venedig auf einer Fahrt auf dem Canale Grande und danach auf dem abendlichen Markusplatz schlendernd den Sonnenuntergang genossen und nochmals das Dolce Vita feierten. Am Sonntagmorgen kehrten wir müde, aber mit einzigartigen Eindrücken sicher nach Passau zurück.